Hallo und herzlich willkommen. In einem meiner kürzlichen Videos habe ich euch gefragt, welche Fragen ihr in Bezug auf Botulismus habt. Und dieses Video ist jetzt das erste in einer Reihe von Videos, um diese Fragen zu beantworten. In diesem Video geht es erstmal hauptsächlich um die Grundlagen. Das heißt, was ist Botulismus? Wie ist überhaupt die Geschichte des Botulismus in Bezug aufs Einkochen? Und was ist überhaupt sicheres Einkochen? Wie ihr ja schon an der Betonung merkt, ist das der Anfang. Dieses Thema lässt sich nicht in einem Video zack, zack einfach mal so beschreiben und das ist jetzt wirklich erstmal der Grundstein, auf den sich dann andere Videos aufbauen werden. Ich möchte aber an dieser Stelle schon mal versprechen, dass ich werde eure Fragen beantworten. Sie wurden alle katalogisiert und ich will zusehen, dass ich wirklich jede einzelne am Ende beantwortet habe. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Los geht's! Hier ist es also, das Thema Botulismus. Ihr habt mir ganz, ganz viele Fragen geschickt und ich möchte euch ganz herzlich dafür danken. Als erstes möchte ich mal diesen Punkt aufgreifen, den viele gesagt haben, und zwar gab es wohl kürzlich im Internet ein paar Videos, die sehr zu Verwirrung geführt haben. Am meisten kommt da dieser Punkt raus, dass man eigentlich nur sicher einkochen kann bei Temperaturen von 121 Grad für 3 Minuten. Was bedeutet, dass man einen amerikanischen Drucktopf importieren muss, um überhaupt richtig einkochen zu können? Bevor ich jetzt auf die ganz präzisen Sachen eingehe, möchte ich sagen, das stimmt nicht. Was ich allerdings gleich dazu sagen möchte, um euch vorzuwarnen, ist, dieses Thema ist nicht schwarz und weiß. Das heißt, wenn jemand sich wirklich damit beschäftigen möchte und wissen möchte, wie das funktioniert und wie man wirklich sicher einkocht und sich auch selbst entscheiden kann, was für einen richtig ist, dann muss man schon ein bisschen was darüber lernen. Das heißt, macht euch darauf gefasst, es wird ein paar mehr Videos darüber geben. Ihr könnt selbst entscheiden, welche ihr gucken wollt, aber das erste Video jetzt über die Grundlagen wäre für jeden, der sich wirklich damit befassen möchte, von meinem Gesichtspunkt aus erstmal das Wichtigste. Wie viele von euch wissen, beschäftige ich mich mit dem Thema Botulismus schon sehr, sehr lange, und zwar über 20 Jahre. Und erstmal, weil ich selbst eingekocht habe und später natürlich auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, weil mich Einkochen aber auch sehr, sehr interessiert. Natürlich habe auch ich, ähnlich wie ihr, erstmal alles gelesen, was nicht bei 3 auf dem Baum war und im Internet zu finden war. Aber da ich generell etwas akribischer Natur bin, habe ich natürlich weitergesucht, weil ich bestimmte Fragen einfach nicht beantwortet bekommen habe. Das heißt, am Ende hing ich dann in der amerikanischen Fachliteratur und habe dann zum Teil auch solche Bücher hier, wie man sieht, sehr benutzt, mit allem drum und dran. Thermische Konservierung in der Lebensmittelindustrie, bin in solche Sachen hineingegangen und es gab immer noch offene Fragen. Was wir jetzt vor ein paar Tagen noch gemacht haben, und da bin ich total froh drüber, ist, Klaus und ich sind ans Konservierungsinstitut Neumünster gegangen. Hier sieht man Klaus auf der Schulbank. Hier sieht man unseren Lehrer, Herrn Schneppe, mit einer schönen Tafel an der Wand. Und mich sieht man leider nicht. Für mich kriegt ihr nur mein Zertifikat hier als Beweis. Das war ganz toll, denn ich habe tatsächlich Fragen gehabt, die konnte ich wirklich nicht beantwortet kriegen, egal was ich gelesen habe und wo ich es gelesen habe. Und die haben sich ganz große Mühe gegeben. Ich durfte mit einem Mikrobiologen reden, Herrn Dr. Pöhle. Dann hatten wir noch einen Autor von diesem Buch hier, Gerd Hartwig. Auch der stand mir Rede und Antwort. Und natürlich meinen Mentor, den ich schon seit vielen Jahren habe, Herrn Schneppe, der dann abschließend alles beantwortet hat, was ich nicht geklärt gekriegt habe. Ich bin also sehr froh und freue mich jetzt auf das, was ich euch jetzt erzählen kann. Als erstes möchte ich euch gerne mal erklären, warum ich mich für diese Themen entschieden habe, die in diesem Video drankommen. Das erste wäre ja, was ist Botulismus? Das ist natürlich ganz wichtig, denn wenn man nicht weiß, worum es geht, kann man den Rest auch nicht verstehen. Der nächste Punkt ist die Geschichte des Botulismus in Bezug auf Einkochen. Das ist für mich ganz wichtig, dass ihr das versteht, denn wenn wir letztlich entscheiden wollen, was sicher ist und was nicht, müssen wir die Geschichte mit in Betracht ziehen. Das werdet ihr dann auch verstehen. Also Geschichte ist ja normalerweise ein Thema, aber in diesem Falle ist das, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man verstehen möchte, wieso wir jetzt in dieser Verwirrung sitzen, die einige haben. So, und am Ende ist die Frage nicht, wie kochen wir sicher ein, sondern was ist sicheres Einkochen?
Wie wir das machen, das muss ich leider in andere Videos auslagern, denn da müssen wir wirklich in die Techniken rein und das sprengt hier den Rahmen. Aber da werden wir erstmal den grundlegend klären, worum es hier überhaupt geht, damit wir dann ins nächste Thema springen können. Was ist Botulismus? Botulismus ist eine Vergiftung. Es ist keine bakterielle Infektion. Diese Vergiftung wird verursacht durch ein Gift, und zwar das Botulinumtoxin. Botox kennt man sicherlich von der Schönheitsbehandlung. Das ist tatsächlich dasselbe Gift. Und dieses Gift kann große Probleme verursachen. Das Botulinumtoxin ist eines der stärksten, wenn nicht das stärkste Gift, das wir kennen. Und es wird produziert von einer Bakterie, die sich nennt Clostridium botulinum. Und in diesem Video werden wir uns hauptsächlich um eine Form des Botulismus kümmern, nämlich um den Botulismus, der entsteht durch eine Lebensmittelvergiftung. Es gibt noch andere Arten von Botulismus, aber da möchte ich in diesem Video nicht drauf eingehen. Wir kommen erstmal zu den nackten Tatsachen. Klaus nannte sie gerade Scary Facts, aber das ist tatsächlich so. Also sie sind ein bisschen scary, sie sind ein bisschen beängstigend. Ich mache das mal als erstes, dann haben wir es vom Tisch. Wir kommen erstmal zu der Vergiftung. Wie sieht so eine Vergiftung aus? Das Botulinumtoxin ist ein Nervengift. Das heißt, es lähmt die Nerven. Ist man vergiftet, dann merkt man das als erstes darin, dass sie geht tatsächlich von oben nach unten. Also das ist relativ einfach zu merken und sie ist auch deutlich sichtbar. Das Erste, was alle Fachzeitschriften und in der Fachliteratur steht, ist immer doppeltes Sehen, Augen, die nicht so, man kann die Augen nicht mehr richtig bewegen, es ist verschwommen, das geht dann weiter runter zum Mund, Mundtrockenheit, dass man nicht mehr, die Artikulation nicht mehr so richtig, das mache ich das gerade selbst, die Artikulation nicht mehr ganz funktioniert und dann geht es weiter in den Atem, in den Atembereich und das ist natürlich das, wo es wirklich schwierig wird, weil wenn der Atembereich gelähmt wird, dann erstickt man. Insofern, ja, das ist eine sehr schwere Vergiftung und die ist sehr ernst zu nehmen. Wenn man sowas hat, muss man halt darauf achten, es fängt wirklich von oben nach unten an und man sollte diese Symptome auch kennen. Denn wenn man sie hat, wäre es wichtig, möglichst schnell zum Arzt zu gehen. Die Inkubationszeit einer solchen Vergiftung liegt zwischen mehreren Stunden bis zu 3 Tagen. Es kann auch länger sein, aber ganz ehrlich, meistens sagt man, in 3 Tagen sieht man es auf jeden Fall und da die Symptome deutlich sind, ist es wie gesagt zu merken. Ein paar Stunden bis 3 Tage. Und eiliges Handeln ist ganz wichtig. Kommen wir zur Häufigkeit. Botulismus kommt sehr, sehr selten vor. Ich bleibe mit den Statistiken jetzt mal in Deutschland. Ich habe mir die Statistiken der letzten Jahre beim Robert-Koch-Institut angeguckt. Da ist es immer offengelegt. Die letzte Statistik, die ich einsehbar sehen konnte, war die von 2019. Und das würde ich euch gerne mal zeigen, damit ihr so ein bisschen eine Idee bekommt. Entschuldigung, 2018. So, laut RKI wurden 9 Fälle gemeldet. Ein Ehepaar wegen selbst eingekochten Bohnen, ein Ehepaar wegen selbstgemachten Schinken von einer Hausschlachtung. Eine Frau ist an selbstgemachten Bohnen erkrankt und bei einem Mädchen und 2 Männern konnte es nicht ermittelt werden, woher es kam. Und ein Mann erkrankte an selbstgefangenem Fisch. Einer soll gestorben sein, wenn ich mich recht entsinne, war das eine von den Eheleuten. Aber das sind die Fälle von dem Jahr 2018. Die Fälle in den letzten Jahren variieren immer zwischen 0 und 24 höchstens, wobei 24 ist, glaube ich, einmal aufgetreten. Und was man dazu auch noch sagen muss, ist, der Lebensmittelbotulismus tritt meistens mit selbstgemachten Konserven von zu Hause auf und häufig erkranken immer gleich mehrere Leute an einer einzigen Konserve, wie zum Beispiel bei den Eheleuten oder bei einem Familienessen. Die Erkrankung ist im Übrigen meldepflichtig, das heißt, jeder Arzt, der so etwas sieht, muss sowas sofort melden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwelche Dunkelziffern gibt, ist gleich null, zumal auch diese Erkrankung sehr schwerwiegend ist. Wie ihr sehen könnt, passiert das nicht viel. Dennoch ist natürlich jeder einzelne Fall, der passiert, zu viel. Und insofern ist es sicherlich wichtig, zuzusehen, dass es gar nicht erst auftritt. So, und das war es dann auch erstmal für die Scary Facts. Kommen wir mal zu den etwas klareren Dingen. Wir gucken uns jetzt an, wo das Ganze herkommt. Es geht hier um ein Bakterium, das dieses Gift bildet. Und
Wenn man sich dieses Bakterium anguckt, besteht das eigentlich aus drei Komponenten. Wir haben einmal das Bakterium, das nennt sich Clostridium botulinum. Dann gibt es als Stoffwechselprodukt zu diesem Clostridium botulinum das Gift. Und dann gibt es eine Spore, die das Clostridium botulinum bildet. Und das gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Das Clostridium botulinum selbst, das heißt das Bakterium, ist eigentlich wirklich ein bisschen arm dran. Denn natürlich braucht es Wasser und Raumtemperatur, um sich zu vermehren, aber es lebt im luftleeren Raum, also Sauerstoffarmut bis möglichst kein Sauerstoff, und Säure kann es überhaupt nicht ab. Das heißt also, schon bei einer Säure wie bei Obst war es das für das Bakterium. Das heißt, eigentlich lebt es nur in Schlick, also so feuchten Bereichen, wo keine Luft drankommt, und in Därmen. Also es gibt nicht viel, wo es leben kann. Und dann stirbt es auch noch bei Temperaturen von 80 Grad. Das heißt, also, wenn man normal kocht, war es das für das Bakterium. Das ist also selbst nicht sehr stabil, das kann man nicht gerade sagen. Das Botulinumtoxin, das das Bakterium bildet, ist zwar sehr stark, aber auch das ist eigentlich sehr hitzelabil und ganz schnell unschädlich zu machen. Denn das Gift ist schon unschädlich bei 5 Minuten 80 Grad oder einer Minute 85 Grad. Und wenn man etwas mal richtig doll aufkocht, und zwar bis zum Kern, dann war es das für das Gift, es ist nicht mehr wirksam. Das lässt als Problem nur noch die Spore. Das Clostridium botulinum hat nämlich einen ganz eigentlich tollen und bewundernswerten Überlebensmechanismus. Da es ja ziemlich schnell hinüber ist, hat dieses Clostridium botulinum die Fähigkeit, im Überlebenskampf sich selbst sozusagen umzuformen in eine Spore. Diese Spore hat eine ganz, ganz harte Hülle und ist total resistent gegenüber ganz vielen Dingen. Die Spore hat kein Problem mit Säure, die hat kein Problem mit Kälte, die hat kein Problem mit Hitze, und zwar zu einem ganz großen Grad. Das habt ihr sicherlich auch hier und da schon gelesen. Und die bleibt einfach so, wie sie ist, bis zu dem Punkt, wo sie in eine ideale Umgebung kommt. Kommt sie in eine für das Clostridium botulinum ideale Umgebung, das heißt nicht so säurehaltig, Luftausschluss, Raumtemperatur, dann sagt die Spore, oh super, und keimt aus und wird wieder zur vegetativen Form, nämlich dem Clostridium botulinum. Das dann natürlich sagt, oh super, es kann wieder leben, anfängt sich zu vermehren, Stoffwechselprodukte bildet, und dann haben wir das Gift. Wie kommt denn das Clostridium botulinum nun in unser Essen? Wir finden also die Spuren des Clostridium botulinums im Boden, und so gelangt es an unser Gemüse. Lebensmitteltechnisch sagt man auch, die größte Wahrscheinlichkeit für Verkeimung findet an den Außenseiten des Gemüses oder des Gewächses statt, was bodennah ist. Und da haben wir es dann. Jetzt ist allerdings die Frage, wenn man jetzt eine Karotte isst und man hat sie nicht ganz sauber gemacht, kann man daran sterben? Nein, kann man nicht, denn es ist nur eine Spore, die tut eigentlich so nichts. Sie muss erstmal auskeimen, damit sie dann wieder zum Clostridium botulinum in der vegetativen Form wird, das sich dann wieder vermehren können muss, um dann das Gift zu bilden, das uns dann Probleme bereitet. Wenn wir vom Botulismus reden, kommt das Wort ja eigentlich im Ursprung daher, dass es sagt, es ist eine Wurstvergiftung. Da ist dann die Frage, wie kommt das Clostridium botulinum ans Fleisch? Auch eine interessante Sache, die wir jetzt gerade kürzlich nochmal richtig abschließend klären konnten. Wir können nur das Clostridium botulinum am Fleisch haben, beziehungsweise die Sporen dessen, wenn beim Schlachtbetrieb aus Versehen der Darm angeritzt wurde und in irgendeiner Form der Darminhalt an das Fleisch gekommen ist. Da möchte ich gleich mal dazu sagen, man redet von kontaminierter Ware. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bei dem Fleisch, was wir so kaufen, dass da eine Kontamination stattgefunden hat, ist sehr, sehr gering, weil heutzutage ja die ganzen Prozesse, um Fleisch herzustellen, super kontrolliert sind. Aber das war früher halt nicht der Fall. Aber dennoch, es muss richtig etwas passieren, damit das Fleisch kontaminiert wird. Das ist nicht etwas, was einfach mal so im Fleisch wächst oder sowas. Jetzt kommen wir zu dem Thema
Seit wann wissen wir das eigentlich? Dafür gibt es einen Grund, denn im Internet kriegt man leicht die Idee, wenn man die Beiträge sieht, dass Leute sagen, oh, jetzt plötzlich haben sie festgestellt, dass es ja das Clostridium botulinum gibt und dass es Botulismus verursacht und dass es sein kann, dass man stirbt, wenn man irgendwas einkocht. Das hört sich immer so an, als wäre das gerade erst eine Riesenerkenntnis gewesen. Und das stimmt überhaupt nicht. Natürlich verursacht so ein Gefühl wie, oh Gott, jetzt plötzlich wissen wir, wie es wirklich ist, dass man dann eine Lösung braucht, wie wir brauchen einen Prescherkenner aus Amerika, um dieses Problem zu lösen, das ja noch nie da gewesen ist. Das stimmt nicht. Und um diesen Panikansatz mal ein bisschen auszuhebeln und vielleicht auch schon eine Einleitung zu geben, was nun sicher ist beim Einkochen, möchte ich jetzt in die Geschichte vom Botulismus in Bezug auf das Einkochen gehen. Die Problematik des Botulismus tritt erst durch Luftausschluss auf. Und wenn man sich mal die Geschichte des Haltbarmachens anguckt, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, dann wird man sehen, dass alle Einmachmethoden oder Haltbarmachmethoden, die wir bis dahin hatten, das nicht beinhaltet hatten. Das heißt, Pökeln, Zuckern, Säuern und selbst Milchsäuregärung war zu sauer, sodass wir in dieses Problem des Botulismus gar nicht hineingelaufen sind. Wie kam es also denn jetzt nun dazu? Und wie in vielen geschichtlichen Fortschritten war auch hier der Anfang im Militär zu sehen. Es begann mit Napoleon. Napoleon hatte Ende des 18. Jahrhunderts ganz viele Soldaten, die an der Front waren und verhungerten. Und Napoleon machte dann einen Wettbewerb 1795, in dem er 12.000 Francs demjenigen bot, der eine Haltbarmachmethode bietet, mit der er die Soldaten versorgen kann. Gewonnen hat dieses Preisausschreiben Nicolas Appert, der in Gläsern durch Hitze- und Luftausschluss verursachte, dass die Lebensmittel länger haltbar waren. Das war damals ein wirklich großer, großer Fortschritt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, es gab kein Internet, Telefon und all solche Sachen. Also leichte, schnelle Kommunikationsmöglichkeiten gab es damals nicht. Deswegen finde ich es umso spannender, dass, das war ja nun 1795, dass bereits 1812 die erste Konservendosenfabrik an den Start ging. Das sind nur ein paar Jahre, wenn man sich das mal anguckt. Das heißt, diese Erfindung, durch Hitze- und Luftausschluss etwas haltbar zu machen, hat tatsächlich in kürzester Zeit zur Industrialisierung von haltbaren Lebensmitteln geführt. Für die nächsten drei Schritte hole ich mir mal kurz mein Zettelchen und meine Brille. Sonst bringt das mit dem Zettelchen auch nichts. Also, 1817 hat der schwäbische Landarzt Dr. Justinus Kerner das erste Mal das Phänomen des Botulismus beschrieben. Das heißt nur das Krankheitsbild. Da war noch nicht klar, woher es kommt. 1865 erst kam Louis Pasteur, bei dem ja immer gesagt wird, dass der derjenige war, der das Ganze erfunden hat. Das stimmt aber nicht. Wie gesagt, 1795 war es Appert, nicht Pasteur. 1895 hat der belgische Mikrobiologe Emile van Ermengen entdeckt, dass das Clostridium botulinum das Toxin produziert. So, und da war es dann amtlich. Das heißt, 1895, das ist doch schon eine ganze Weile her. Anfang 1900 kam dann das erste Einkochglas von der Firma weg, das natürlich das Einkochen im Haushalt unheimlich gefördert hat. Dennoch war auf der anderen Seite natürlich der Antrieb, industriell Konserven in großen Mengen herzustellen, nach wie vor da und auch wirklich notwendig. Was ich damit sagen möchte ist, an diesem Punkt haben sich die Sicherheitsstandards komplett getrennt. Denn das industrielle Einkochen hat ganz andere Maßstäbe gesetzt als das Einkochen im Haushalt. Während es in der Industrie darum ging, Sachen genau nachzumessen, den Anfangskeimgehalt schon zu reduzieren, bevor die Sachen überhaupt in das Glas kommen oder in die Dose kommen und genau zu prüfen, was wann passiert, war das im Haushaltseinkochen gar nicht möglich. Trotzdem ist das Haushaltseinkochen ja unheimlich, hat sich unheimlich verbreitet, auch durch die Firma weg. Und
da ging es dann darum, das Einkochen zu lernen über die Haushaltsschulen, was natürlich was ganz anderes ist. Das heißt, die Standards, die beim Haushaltseinkochen angesetzt werden, sind welche, die auf Erfahrung basieren und nicht auf Labormessungen. Viele würden sagen, ich bin damit völlig zufrieden, ich mache das schon seit Jahrzehnten so, ich habe damit kein Problem. Würde man die Haushaltsmethoden am Industriestandard messen, dann würde jemand aus der Industrie sagen, wieso? Man kann doch nie sagen, ob das sicher ist, wenn man den Anfangskeimgehalt nicht kennt. Wie soll denn eine Hausfrau wissen, wie der Anfangskeimgehalt ist? Also wir haben ja, also das ist wie Äpfel und Birnen vergleichen, das funktioniert einfach nicht. Und das bringt uns eigentlich zum letzten Punkt dieses Videos, nämlich zur Frage, was ist sicher einkochen? Wenn ich jetzt mal all diese Fragen und die Verunsicherung nehme, die sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, durch die verschiedenen Beiträge und was wer sagt, dann würde ich heute sicher einkochen definieren als eine Konserve produzieren, die einen nicht krank macht. Interessanterweise interessiert die Leute heute bei der Diskussion der Verderb gar nicht mehr so sehr. Früher war es ganz wichtig, dass die Konserven bloß haltbar bleiben, also auch nicht verderben. Aber heute ist eigentlich der wichtigste Punkt, macht es mich krank oder nicht? Weil wir uns offenbar sicherer fühlen, dass wenn man sehen kann, schmecken kann und riechen kann, dass was schlecht ist, dann werfen wir es halt weg. So, Verderb ist also nicht das, was die Sicherheit beim Einkochen ausmacht, sondern wirklich nur der Aspekt, macht es mich krank? Salmonellen zum Beispiel können uns ja auch wirklich ernsthaft krank machen. Salmonellen aber sind für den Einkocher überhaupt keine Herausforderung, denn Salmonellen und auch alle anderen krankheitserregenden Keime sterben bei Temperaturen über 80 Grad einfach ab. Das heißt, mit denen haben wir überhaupt keine Probleme. Somit bleibt der einzige Keim, mit dem wir wirklich Probleme haben, wenn es um sichere Einkochen geht, wirklich ausschließlich und nur die Spore des Clostridium botulinum. Und der Vollständigkeit halber möchte ich gerne noch mal eine Sache erwähnen. Es gibt übrigens ein Clostridium, das auch ein Sporenbildner ist und dessen Spore noch resistenter ist als die des Clostridium botulinum. Das ist nämlich das Clostridium sporogenes. Aber, und da kommen wir wieder zum sicheren Einkochen, das verdirbt nur das Lebensmittel. Es kann also sehr wohl mal sein, dass man etwas als Vollkonserve eingekocht hat, das irgendwann anfängt zu gären und es nicht das Clostridium botulinum war. Es geht also noch resistenter, aber wie gesagt, es tut nichts, was unsere Sicherheit betrifft, denn wir wollen ja einfach nur nicht krank werden. Jetzt ist natürlich die Riesenfrage, und wie geht das? Ja, da geht's jetzt los. Es gibt diverse Methoden, wie man einkocht. Welche davon nun wirklich sicher ist, da scheiden sich wirklich die Geister. Um in diese Methoden hineinzugehen und genau zu erklären, welche welchen Ansatz wählt und welche wie sicher ist, dafür muss ich leider ein neues Video machen. Es kann sogar sein, dass ich die einzelnen Methoden in einzelnen Videos auseinandernehmen muss. Das muss ich mir nochmal überlegen. Aber es tut mir leid, dafür wird es ein weiteres Video geben. Aber um euch nicht in der Luft hängen zu lassen und um dieses Video zu einem guten Ende zu bringen, möchte ich euch eine Universallösung geben, wie ihr in jedem Falle Botulismus aus dem Weg gehen könnt. Das, was Botulismus verursacht, ist das Gift. Und dieses Gift ist unheimlich hitzelabil. Das heißt, wenn ihr eine eurer selbstgemachten Konserven oder auch eine geschenkte Konserve öffnet und essen wollt, dann erhitzt sie einmal komplett. Einmal aufkochen bis in den Kern. Denn dann ist das Gift hinfällig. Es kann nicht mehr reagieren. Und so kriegt ihr auch keinen Botulismus. Und da kommen wir dann zu diesem vermaledeiten Kichererbsen-Thema. Viele Leute möchten Kichererbsen sicher einkochen, wissen aber nicht, ob das sicher ist oder nicht. Mein Problem mit den Kichererbsen, weswegen ich sage Hände weg, ist einfach nur, die Kichererbsen werden unheimlich gern mal kalt über den Salat gekippt, wenn man sie eingekocht hat. Und wenn man nicht sicher ist, dass die Methode, die man verwendet hat, wirklich sicher war, sollte man das nicht machen. Also bitte, bevor ihr nicht das Video gesehen habt und selbst entschieden habt, dass die Methode, die ihr verwendet, um Kichererbsen oder auch Bohnen einzukochen, wirklich sicher ist, kocht sie doch bitte vorher auf, bevor ihr sie
über den Salat tut. Genau. Und das war's dann auch schon für dieses Video. Ich werde mich bemühen, die nächsten Fragen auch in Reihenfolge der Wichtigkeit zu beantworten. Ich bitte nach wie vor um Verständnis. Ich bin ja kein Vollzeit-YouTuber. Es kann sein, dass ich ein bisschen brauche, aber ich verspreche euch, ich werde mich beeilen. Und in dem Sinne hoffe ich, dass euch das schon mal ein bisschen Aufschluss gegeben hat und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.